Und was ist mit der Schwesternschule und mit all deinen anderen Plänen? Weiß ich nicht. Guck sie dir doch an. Das putzige Stupsnäschen und die winzigen Äuglein. Ja, ja, sie ist ein Baby. Bei denen ist alles ziemlich winzig. Ich bin sicher, ich würde es schaffen. Jessie, du fixierst dich zu sehr auf das Baby. Ich halte das Ganze für keine gute Idee. Oh, mein kleines Hosenscheißerchen, mein kleines Krümelchen. Gut, ich versuche es. Gib sie her. So plötzlich? Weil ich das nicht mit ansehen kann. Du entwickelst langsam einen Sally Fields nicht ohne meine Tochterkomplex. Gib sie her. Komm, gib sie her. Hey, sehr gut. Jetzt mach schon. Und jetzt? Was nun? Komm, zuerst muss die alte Windel runter. So. Nimm Platz. Ignorier mich einfach. Ich mach dir nur die nassen Dinger weg. Und dann kriegst du von mir... So, jetzt kommt... Oh, du meine Güte. Das haut ja den stärksten Eskimo vom Schlitten. Wie kann ein so kleines Baby nur so stinken? Ja, manchmal riecht es ganz leicht. Eine volle Mülltonne im Sommer mag vielleicht leicht riechen. Das hier, das ist kein Geruch, das ist ein gemeiner Mordversuch. Das ist wie 1000 Teufel aus der Hölle. Es tut bestimmt ganz schön weh, so ein Baby zu kriegen. Ach, weißt du gehst ins Bad, als wolltest du pinkeln und plötzlich, schwupps, kommt eine Couch raus. Jessie, was ist hier los? Hast du sie nicht mehr alle? Ich verstehe nicht. Was meinst du? Du hast doch wohl nicht allen Ernstes vor, dieses Baby zu behalten, oder? Hat euch einer... Ich wollte nur dein Bestes, Jessie. Ich dachte, dass du in dieser unerwarteten und komplizierten Situation Menschen um dich brauchst, die dich lieben. Hey, Mia Farrow. Was ist hier los? Jessie, das ist doch Unsinn. Ich meine, wenn du unbedingt ein Baby haben willst, hättest du doch nicht die ganze Zeit mit Diego Schäfer Sex zu machen brauchen. Ihr seid also im Grunde nur hier, weil ihr denkt, ich würde den Verstand verlieren. Ja, ja, genau. Jessie, das ist Wahnsinn. Hört zu, ich kann verstehen, dass es oberflächlich gesehen keinen Sinn ergibt. Habt ihr vergessen, wie ihr damals alle dafür wart, dass ich Little John adoptieren lasse? Könntet ihr euch heute ein Leben ohne ihn überhaupt vorstellen? Nein, natürlich nicht. Na, seht ihr, wisst ihr, im Leben trifft man die wichtigsten Entscheidungen immer mit dem Herzen, nicht mit dem Verstand. Was bist du denn für ein Typ? Hast du denn gar keine Gefühle in dir? Schäm dich. Ist ja gut. Jessie, ist ja das gut. Wiederholst du jetzt seit einer Stunde. Ich glaube, wir können feststellen, dass gar nichts gut ist. So ist es nun mal, wenn man ein Kind hat, Diego. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin wohl kein Babymensch. Was heißt das, du bist kein Babymensch? Keine Ahnung, ich meine nur, nicht jeder ist ein Babymensch. Kann man nicht einfach kein Babymensch sein? Ja, vielleicht andere, aber du doch nicht. Wieso nicht? Weil ich... Kannst du sie mal einen Augenblick festhalten? Ja, okay, komm her. Weißt du, hey... Es geht das Gerücht, dass nichts so erlösend ist wie ein herzhaftes Geschrei, aber langsam musst du doch mal genug haben. Oh, ja. Am besten setzt du dich richtig schön in den Schlaf. Du bist ganz ruhig, du wirst ganz warm und schwer. Hallo? Ist jemand zu Hause? Sie hat aufgehört. Ja, ich habe mich mit ihr unterhalten und... Ich weiß auch nicht. Am besten legst du sie vorsichtig hin. Okay. Ist ja gut. Was? Du bist ein Genie. Hinlegen? Ich versuch's. Okay, sie schläft. Mulle. Sie will dich. Doch, sie will nur dich. Ach was? Doch. Kein Blödsinn.
Sie hat dich lieb? Du denkst, sie liebt mich? Du liebst mich? Welche Ehre. Sie liebt mich, tja. Da bist du platt, hä? Mich? Okay, ich würde sagen, wir setzen uns ein Weilchen so hin. Ja, du hast es gut. Weißt du was? Ich glaube, ich habe dich noch nie so sehr begehrt wie gerade jetzt. Also, Jessie, beherrsch dich doch nicht hier vor dem Baby, bäh! Was hältst du von Isabella? Was? Als Namen für die Kleine. Er ist wunderschön. Was ist da auf meiner Schulter? Kotze vermutlich. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Hallo. Tja, da sitzen wir nun. Mit dem Baby. Am Anfang dachte ich, du spinnst total. Aber wie sie so sitzt, sie ist so... Ist so... Oh, du kleines Schnubbelmäuschen. Ich Hallo? Ich könnte dich dauernd grüßen. Ja? Was? Ach du je. Ja, wir kommen sofort rüber. Okay. Was ist? Sie haben die Mutter. Aber ich dachte, wir würden... Wir müssen sie zurückbringen. Ja, aber mich hat sie voll gekotzt. Wer ist diesmal von denen? Keine Ahnung. Vielleicht werden wir es erfahren. Hi. Oh, hi, Jessie. Hi. Mrs. Carlson. Oh, mein süßes Baby. Oh, mein Baby. Oh. Wenn Sie wüssten, wie dankbar ich Ihnen bin. Was sind Sie nur für eine Mutter? Sie lassen Ihr kleines Kind einfach so im Park stehen. Das habe ich nicht. Ich wurde im Auto entführt. Ich habe Sie angefleht, nur mich mitzunehmen und das Baby nicht. Wow, damit habe ich die Punkte voll und gewinne wohl den goldenen Fettnapf. Es tut mir wirklich leid, das wusste ich nicht. Ist schon okay. Ich danke Ihnen nochmals von ganzem Herzen. Gern geschehen. Haben Sie selbst Kinder? Ja, ich habe eins, aber wir... Ich nicht, nein, ich nicht. Wir machen sowas nicht. Ich meine, wir machen es schon, aber wir benutzen vorläufig Verhütungsmittel. Jesse, das reicht. Bitte, bitte, sehr interessant. Ich muss jetzt aber los. Okay. Bevor Sie gehen, darf ich Sie noch einmal nehmen? Aber natürlich. Danke. Hey. Leb wohl, Isabella. Leb wohl, Joko. Entschuldigen Sie, könnte ich Sie wieder kriegen? Oh, natürlich entschuldigen Sie hier. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Alles Gute, Wiedersehen, Schätzchen. Tja. Weinst du? Nein. Schatz, das musst du nicht verstecken. Ich finde das sogar sehr sexy. Wirklich? Wie traurig. Jessie, ich habe das da eben gesehen. Oh, nein, danke, Ernie. Gar nicht.